Was wollt ihr von mir? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Der Zirkel der Magi ist bereit, euch zu unterstützen, Grauer Wächter. Ebenso wie die Templer der Kirche. Es gibt immer Bereiche, die sich noch verbessern lassen, Grauer Wächter. Für meine Talente wären Runen am nützlichsten. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Es ist klug von euch, in die Leistungsfähigkeit eurer Gefolgsleute zu investieren. Oh, es war ein langer Tag. Ruhe. Ich hätte jetzt gern etwas Ruhe. Ja, natürlich. Ich bin nur ein wenig erschöpft. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Küken mehr bin. Ich danke euch. Es ist nett, dass ihr das sagt. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Mein Leben dauert nun schon sehr lange. Aber immer gibt es neue Aufgaben und ich darf nicht nachlassen, wenn ich sie bewältigen möchte. Ich werde wohl froh sein, wenn ich endlich fertig bin. Oh, ich weiß nicht. Wirklich nicht. Kann ich euch irgendwie helfen? Was soll das heißen, jemand wie ich? Glaubt ihr etwa, in Klöstern gäbe es keine schönen, bezaubernden Frauen? Da könntet ihr Unrecht haben. Im Kloster von Lothering lebten viele reizende junge Anwärterinnen, allesamt züchtig und tugendhaft. Das machte sie noch anziehender, denn sie waren verboten. Und verbotene Früchte sind doch die süßesten, nicht wahr? Meine Frucht? Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Gespräch führe. Aber nein, ich habe kein Gelübde abgelegt. Die Kirche gibt allen Fürsorge und Zuflucht, die danach suchen. Ich habe beschlossen, zu bleiben und meine Beteuerung abzulegen. Die Kirche fragt nicht danach, aber ihr schon. Ich wollte mich eine Weile vor der Welt zurückziehen. Ich war eine reisende Bänkelsängerin in Orlais. Geschichten und Lieder waren mein Leben. Ich bin aufgetreten und erhielt dafür Beifall und etwas Geld. Und meine Fähigkeiten im Kampf? Nun, auf Reisen schnappt man eben das eine oder andere auf. Ist doch so. Ja, natürlich. Lasst uns weitergehen. Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Ihr klingt überrascht, aber ihr hört das doch bestimmt nicht zum ersten Mal. Ihr werdet darüber hinwegkommen. Irgendwann. Gut. Sprecht. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Ist das wichtig? Also gut. Ich habe mich selbst eingesperrt. Ein schwacher Geist ist ein tödlicher Feind, wie ihr bestimmt wisst.
Das ist kompliziert. Ich kam mit 7 der Beresat, meinen Brüdern, in eure Länder, um Antworten auf die Verderbnis zu suchen. Wir sind ohne Zwischenfälle durch Ferelden gezogen und haben nichts von der Bedrohung gesehen, die wir beobachten sollten. Bis zu der Nacht, in der wir unser Lager außerhalb von Lothering aufgeschlagen haben. Sie kamen von überall. Aus der Erde, unter uns und aus der Luft über uns. Die dunkle Brut entsprang sogar unseren eigenen Schatten. Ich habe gesehen, wie die letzte dieser Kreaturen fiel. Aber es war zu spät. Ich war besiegt. Ich habe Geschichten über Ostagar gehört. Euer Kith ist nicht gewichen, als andere flohen. Mehr kann man nicht tun. Ich weiß nicht, wie lange ich zwischen den Toten auf dem Schlachtfeld lag. Und auch nicht, wie die Bauern mich gefunden haben. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr bei meinen Brüdern war, als ich erwachte. Und dass mein Schwert nicht mehr in meiner Hand lag. Ich habe danach gesucht. Und weil ich erfolglos war, habe ich meine Retter gefragt, was damit geschehen ist. Sie sagten, sie hätten nichts bei mir gefunden. Ja, ich wusste, dass sie das Schwert nicht hatten. Sie hatten keinen Grund, mich anzulügen. Ich geriet in Panik und habe sie niedergestreckt, ohne nachzudenken. Ich weiß, ich kann meine Taten nicht rechtfertigen. Meine Ehre ist verwirkt. Dieses Schwert wurde allein für meine Hand gefertigt. Ich habe es seit meiner Aufnahme bei den Beresat getragen und sollte es bis zu meinem Tod für mein Volk schwingen. Selbst wenn ich Ferelden und Tevinter unbewaffnet durchqueren und dem Arishok Bericht erstatten könnte, würden die Antamen mich augenblicklich niederstrecken. Sie würden erkennen, dass ich ein Seelenloser bin, ein Deserteur. Kein Soldat würde sich von seiner Klinge trennen, solange er noch atmet. Wir wissen, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. In der Nähe von Lothering. Auch wenn diese Worte leer sein sollten. Danke ich euch dafür. Euer Hund ist dreckig. Ich kann ihn aus 50 Metern Entfernung riechen. Das ist möglich, aber ich bitte euch dennoch um Erlaubnis, ihn baden zu dürfen. Ausgezeichnet. Ich hole meine Seife und nach dem Abendessen bekommt der Hund dann sein Bad. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht? Der Soldatengipfel stand lange genug verlassen da, wenn ihr mich fragt. Dunkle Brut ist im Süden Fereldens aufgetaucht. Duncan war vollauf damit beschäftigt, neue Wächter zu rekrutieren und Treffen mit König Kaelin abzuhalten. Duncan sagte, er würde mir nach der Schlacht von Ostagar behilflich sein. Er meinte, auf dem Gipfel befänden sich wahrscheinlich überaus hilfreiche Dinge. Aber er hatte keine Gelegenheit mehr dazu. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel.